Hallo Freunde, willkommen zurück. Die letzten Tage war ich nicht so ganz in Form, aber heute bin ich total in Form und darum ziehen wir heute mal wieder ein paar Packs. Ihr seht schon unten rechts Hazard, Via und Shine in den Packs. Und wir fangen auch mal gleich an mit dem ersten. So, da kaufen wir das erste Pack. Wir haben uns ja wieder ein bisschen erholt nach der BBVA-Teamausgabe. Knapp 700.000 wieder auf dem Tacho. Und da kommt schon das erste Pack. Und wir haben nichts Tolles gezogen. Ja, so ein paar Standard-Kollegas hier. Ein bisschen Vertrag. Dann eine super Fitnesskarte. Alle Attribute. Tempo. Außenverteidiger auf Verteidiger. Der Hammer. Ja, ein super Trikot. Und einen mexikanischen Trainer. Hier speichern wir mal die ganzen Kumpels. Und den Kollegen hauen wir mal schön hier auf den Trade-Pile. Ja, es hat sich ausgezahlt, dass ich immer schön gesammelt habe. Wo es den St. Paddy's Cup gab, habe ich die ganzen schönen Iren alle schön verkloppt. Hab da richtig mir die Tasche voll gemacht. Das war mal okay. Könnten sie öfter mal machen bei EA. Und wir machen spontan mal das zweite Pack auf. Also, da kommen sie reingeschneit. Es schneit nämlich zufällig auch gerade hier. Unglaublicherweise. 4 Grad plus, aber es gibt Schnee in Braunschweig. Der Hammer. So, Pinzi haben wir. Schwarzer. Oh, Mann, ey. Ich trau mich schon gar nicht, die Namen vorzulesen. Weil es ist alles Ramsch. Ja, dann haben wir hier noch ein bisschen Spielerverträge. Alle glänzen zum Glück. Super. Hätte ich lieber einen glänzenden Spieler für. Fitnesskarte dabei. Stellungsspiel 4-2-3-1. Oh, die geht immer mal so für ein Tausender ungefähr. Ein Raga-Wappen und ein Amsterdam-Stadion. Naja. Gut. Wir speichern mal wieder. Ich sehe gerade 2497 Objekte im Verein. Na, das geht mal, ne? Habe ich schön gesammelt. So, Paket Nummer 3. Gucken, was uns da Überraschendes hier gegeben wird. Ja, ich bin nicht überrascht. Es ist nur Schrott. Mann. Ja. Gut, haben wir alle eingesackt hier. Bisschen Verträge wieder. Zum Glück auch wieder glänzend. Na, ich kaufe ja eigentlich nur wegen den glänzenden Vertragskarten die Packs. 3-4-1-2, 3-4-3. Suboptimal. Bringt nix. Ein Parma-Trikot, ein Ball. Oh, der Barker-Kollege. Ich glaube so 5-600 wird der schon mal bringen. Ich setze mal niedrig an. Damit ich das Gesicht nicht mehr so lange sehen muss. So. Schwupp zum Verein. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel Platz noch im Verein ist, aber ich ziehe einfach nochmal ein viertes Pack, ganz spontan. Ja, da war Diaz drin, das heißt, das war nicht so toll. Da ist er schon. Oh, der sieht aber alt aus, der Kollege. Kann man mal gucken, wie alt er ist. 79. Alter Falter, der ist jünger als ich, ey. Gut, Paisa, Arnin, ja, diesmal keine glänzende Vertragskarte, welch Wunder, dafür eine super spitzen alle Verletzungskarte, Ballsicherung, Zeit und Antritt und hier noch ein super Spieler und ein Ball, nicht zu vergessen. Gut, nicht gut, speichern, 2518 Objekte im Verein, Mann, nee, die werde ich dieses Jahr nicht mehr verkauft kriegen, glaube ich. So, der hier auf den Tauschstapel. Ach, jetzt sehe ich auch, ich habe noch Platz für ein fünftes Pack. Und das werden wir auch mal ziehen gleich. Nämlich ungefähr jetzt. So, abschließendes Abschlusspack zum Abschluss. Da kommt's. Habe ich den Namen nicht gesehen. Wer weiß es. Ja, der Name war auch nicht erwähnenswert. Oh, der guckt aber böse. Da haben wir Pereira dabei. Pereira gar nicht so schlecht mit den Werten. Auch wenn er nicht glänzend ist. 78 Verteidigung, 79 Tempo, 76 Pass für den Flügelspieler. Ganz annehmbar. Wo spielt er denn? Benfica. Okay. Gut. Dann haben wir hier schön ein bisschen Verträge. Zum Glück wieder einen glänzenden dabei. Kann man immer brauchen. Hier ein bisschen Kopf. Dann Moral. 4-2-3-1. Okay. Ein Interwappen. Soseta. Und ein schönes Trikot von Marseille.
Dann wollen wir erstmal alles speichern, weil es so toll ist. So. In den Feinden, Kollegen. Scheiße. Ja, hätte ich eigentlich auch machen können. Das ist eh egal, die bringen eh nichts. Was? Ach, ich wollte sie auch auf den Trade-Pile schicken. Mann, bin ich verstrahlt heute. Okay, haben wir das auch geklärt. So, ich habe doch noch hier so ein paar komische Packs. Ihr sagt ja immer, oh, da sind so viele Packs, mach die doch mal auf. Komm, mach ich. Ich bin so. Mach ich auf. Ja, zack, Mini-Gold-Pack. So, das habt ihr jetzt davon. Aber immerhin 3 Spieler. Man soll es nicht glauben. Also das Pack ist schon mal 1200 wert. Und ein Bordeaux-Trikot haben wir auch noch. Oder war das ein Wappen? Wer weiß es, wer weiß es. Das war ein Trikot. Habe ich aber nicht so richtig Bock drauf, das zu verkaufen. Darum hau ich das einfach mal weg jetzt. So, was haben wir noch? Silber-Promo-Pack. Wollt ihr das sehen? Ich weiß es nicht. Mal gucken, ob ich noch ein Goldpack habe. Bronze. Wird immer besser. Na hier, Hammer. Goldsets. Mach auf. Das war Rosicki, wenn ich mich nicht verguckt habe. Der alte Tscheche. Da ist er. Oh, Pepe ist noch dabei. Einer der wenigen nicht glänzenden, der ganz gute Werte hat. Für einen rechten Mittelfeldspieler 85 Tempo, 78 Pass, 76 Schuss, 80 Dribbeln. Also wer ein günstiges Team bauen will, der kann den immer mal reinbauen. Ja, Verträge haben wir wieder. Oh, eine Fitnesskarte auch noch. Na Hammer. Schuss, Dribbeln, ein Bremen-Trikot und ein Bayer-Trikot. Na, das hebe ich alles auf. Das ist super. Also für ein Gratis-Pack war das gar nicht so schlecht. Da hatten wir schon deutlich schlechtere. Okay, eins mache ich doch noch auf. Ist ja auch immer so eine Sache mit den Packs. Man kann immer irgendwie nicht so aufhören. Was haben wir denn hier noch? 3 Gold-Sets, 1 Silber-Set. Oh, dann haben wir noch 2 Bronze-Sets. Gut, wir machen noch ein Gold auf. Na, in einem Gratis-Pack gibt's auch noch Gratis-Coins. Das geht doch. Die Agostini dabei oder Agostono oder... Egal. 83 Pass, gar nicht schlecht. Wenn er ein bisschen schneller wäre, dann könnte man den sogar direkt mal einsetzen. Dann haben wir wieder hier unsere Vertragskarten, Fitness, Oberkörper, Bein. Ah, Mensch, ey. LA auf LS. Braucht auch kein Mensch. Gut, zack, Münzen einlösen. Sarate haben wir hier noch. 80 Tempo, 65 Schuss. Na gut, auf zum Tauschstapel mit ihm. Und... speichern wir mal. Ja, Freunde, das war's vom Pack Opening. Ich sage erstmal Tschüss und bis bald. Und vielleicht habt ihr ja ein bisschen mehr Glück als ich und zieht mal hier einen von den richtigen Spielern raus. Macht's gut!